Hallo Freunde, heute das Thema Nulleinspeisung. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das umsetzen, abonniert den Kanal und nach dem Intro geht's los. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder hier in deiner Werkstatt. So ist es. Ich sehe, du hast ein bisschen was aufgepimpt, ein kleines Regal gebaut. Ist euch sicherlich aufgefallen. Mir sofort. Du hast einiges mitgebracht. Und zwar geht es ja heute um das Thema Nulleinspeisung. Genau. Und was ist denn das hier, Jan? Erzähl mal. Naja, die Nulleinspeisung macht eigentlich genau das, was der Name schon aussagt. Null einspeisen. Okay. Also du hast ein Balkonkraftwerk, zwei Balkonkraftwerke, drei Balkonkraftwerke. Ja. Je nachdem, was für einen Bedarf du hast. Ja. Willst aber den Energieversorger nicht schenken oder unter dem Radar schwimmen, dann hast du die Möglichkeit, eine Nulleinspeisung umzusetzen. Weil bis jetzt haben wir ja mal fleißig eingespeist. Ne? Der zwei Richtungszähler hat das natürlich alles dokumentiert. Alles, was du nicht verbrauchst in dem Moment, wird eingespeist, wird mitgezählt und steht hinterher tatsächlich auch auf den Papieren. Du hast jetzt ein paar, ich sag mal, Geräte hier, die ich glaube sehr interessant sind, ich auch noch nicht gesehen habe. Das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ja, so groß wie ein Würfel, ziemlich das klein. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist ein Daumen groß. Ja. Dann hat es hier so einen USB-C-Anschluss. Genau, USB-C. Und sogar so einen kleinen Stromstecker. Ja, das ist aber tatsächlich nicht zum Benutzen. Das brauchst du wirklich nur, um den Chip zu beschreiben. Aber das ist der Smart Micro Solar. So groß wie ein Würfel. Ja. Ein ESP32 mit einem LED-Display, mit einem Taster. Okay. Dieses Produkt kannst du letztendlich in dein Netzwerk einbinden. Und dieses kommuniziert mit allen anderen Geräten in deinem Netzwerk. Ich sehe, das ist sogar CE-zertifiziert, ne? Ja, das ist ein richtiges Produkt. Also da CE-Zertifizierung, alles dabei. Ich hoffe, ihr seht das. Hat sogar ein CE-Prüfsiegel. Sieht sehr hochwertig aus, ist tatsächlich auch gut verarbeitet. Funktioniert auch wirklich einfach. Okay, na dann schieß mal los. Was brauche ich denn alles für die Nulleinspeisung? Weil ich möchte jetzt auch nichts mehr verschenken. Also erzähl mir mal, Jan, nicht nur den Zuschauern, sondern auch mir, wie geht das eigentlich? Ja. Also ausgelegt ist dieser Smart-Mikrocontroller aktuell für Heumiles. Ja. Das heißt, du brauchst eine DTU, eine Open-DTU. Das ist die freie Software, nicht vom Hersteller, um den Mikrowechselrichter von Heumiles zu steuern. Mhm. Da gibt es ganz oft so fertige DTUs im Internet, die man kaufen kann. Im Internet gibt es aber tatsächlich auch kleine Anleitungen, wie man sich diese DTU selber löten kann. Kostet rund 12 Euro. Gar nicht so schwer, kann ich nur empfehlen. Achso, das ist alles? Das ist fast alles. Okay. Das brauchst du, um deinen Wechselrichter zu steuern. Das richtest du ein, dein Gerät bekommt eine IP, gehst du über den Browser auf das Gerät drauf und verbindest den quasi mit deinem Wechselrichter. Okay. Ne, da brauchst du nur die Seriennummer eintragen und schon kommunizieren die. Und wir verlinken das Ganze natürlich wieder in unserer Videobeschreibung. Also schaut da einfach mal rein. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Aber das ist tatsächlich noch nicht alles. Weil das ist die Seite, mit der du deinen Wechselrichter steuerst. Verstehe. Du brauchst ja noch irgendein Gerät, um den Bedarf deines Hauses zu ermitteln. Und da kommt wahrscheinlich dann was ins Spiel? Das da? Das hier. Oh, Shelly. Shelly 3EM. Also jeder, der sich letztendlich schon mal mit Smart Home ein wenig auseinandergesetzt hat, kennt die Shelly-Produkte. Das ist jetzt ein Shelly-Produkt, um wirklich den Stromverbrauch des Hauses zu messen. Der wird im Schaltschrank, im Sicherungskasten angebracht. Hier sind drei Stromklemmen dran, Stromzangen. Ja. Die kannst du über deine Hauptadern letztendlich legen. Ach, ich sehe das schon. Genau. Und daraus misst er eben halt deinen aktuellen Verbrauch. Da muss ich aber ganz klar sagen, jeder, der nicht mit Strom irgendwie zu tun hat, lasst es. Lasst es euch einbauen von einem Fachmann, weil es kann wehtun. Strom tut weh. Ich meine, wir sind ja auch viel do-it-yourself unterwegs, aber wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, lasst es lieber vom Fachmann machen. Genau. Ja, sonst verbrennen euch noch die Finger. Das ist tatsächlich okay. So. Was haben wir hier noch bei? Das sind die einzelnen Stromklemmen. Ja. Die kommen über die Hauptleitung geklickt. Ist jetzt aber nichts Weltbewegendes. Aber die müssen auch. Genau. Schau an. Das ist quasi die Spule.
Die wird um die Hauptleitung hier gelegt. Mhm. Und das gibt dann die Messwerte weiter zu dem Shelly. Der Shelly wird ganz normal, wie alle anderen Shelly-Produkte auch. Ach, ich sehe das schon. Da kann man es reinklicken. Genau. Okay, wir haben 3 Stück davon. Genau, weil du hast 3 Phasen im Haus. Genau. Kannst du jede Phase ermitteln und messen. Das ist ja klasse. Und dann kannst du genau sehen, aha, mein Haus verbraucht gerade 300 Watt, 400 Watt, wie auch immer. Das ist so einfach. Super simpel. Ich bevorzuge die Nutzung mit Shelly, weil da ist die Einrichtung bei dem Smart Micro Solar wirklich easy. Mhm. Dieser kann aber auch mit einem IR-Lesekopf arbeiten. Das heißt, du nimmst quasi den Volkszähler, der sich mit einem Magnet auf den Zähler stecken lässt, und kannst den quasi auch mit einbinden. Okay. Ist ein bisschen komplizierter, von daher empfehle ich tatsächlich den Shelly, weil das ist super simpel. Da trägt man letztendlich hinterher nur die IP-Adressen ein und es kommuniziert. Klingt einfach. Ist es auch? Ist es auch. Okay. Also kriege auch ich hin. Kriegst auch du hin. Wenn diese Komponenten tatsächlich schon im Haus verbaut sind, die OpenDTU läuft, braucht man nur noch diesen Smart Micro Solar. Ja. Verbindet den mit USB, also Strom. Ja. Dieses kleine Produkt macht dann ein WLAN-Netz auf. Da verbindest du dich mit dem Handy. Okay. Öffnest eine Webseite mit der IP des Gerätes. Die IP-Adresse wird dann hier auf dem kleinen Display angezeigt tatsächlich. Okay. Dass man die einfach abtippen kann. Dann kommt das Fenster von diesem Produkt auf. Und da werden dann schon alle WLAN-Signale im Umkreis angezeigt. Da wählt man sein WLAN aus, gibt den WLAN-Schlüssel ein und dann ist er schon verbunden. Das klingt ja jetzt alles furchtbar easy. Das ist auch furchtbar easy. Und wer hat sich das ausgedacht? Ich habe ja gesehen, du hast hier eine kleine Werbung draufgeklebt. Ja, das Produkt ist von Selbstbau PV. Das ist ein kleiner Online-Händler, der eben halt dieses Produkt selber entwickelt hat. Und das ist auch vollkommen legal. Das ist vollkommen legal. Das werden sich die Zuschauer wahrscheinlich auch fragen, ist das denn überhaupt erlaubt? Die Nulleinspeisung generell, darf ich das? Darf ich da jetzt so einen Zähler oder so ein Gerät? Wenn man sein Balkonkraftwerk damit steuert, ist es kein Problem. Okay. Wenn du mehrere Balkonkraftwerke hast, muss das jeder selber wissen. Also würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber dieser kann tatsächlich bis zu 5 Balkonkraftwerke verwalten. Ja. Die dann über diese OpenDTU laufen. Und regelt tatsächlich die einzelnen Balkonkraftwerke je nach Bedarf des Hauses. So, dass du unterm Strich immer am Zähler auf Null bist. Und das ist das, was wir wollen, ne? Ja. Das ist das, was wir wollen. Nicht zu viel einspeisen. Genau, nichts verschenken. Auf Null fahren, nichts verschenken. Tatsächlich, ja, Gateway für Heumalz-Inverter, hier steht da drauf. Genau. Aktuell wirklich nur für Heumalz. Es ist aktuell für Heumalz. Für alle Heumalz-Serien, HM, HMS, HMT, funktionieren alle, die mit dieser OpenDTU hier laufen. Okay. Wie ich das tatsächlich hier eingebunden habe, habe ich aufgenommen und das zeigen wir euch jetzt. Zusätzlich hat dieser Smart Micro Solar noch einen zweiten Modi. Nein, Jan, dann schieß mal los. Also, wenn du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, was in deinem Sicherungskasten zu machen, weil du in einer Mietwohnung wohnst. Genau, in einer Mietwohnung willst du ja daran nicht ein bisschen, willst du eigentlich nicht rumoperieren in solchen Sicherungskästen und so. Darfst du auch nicht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber? Da kannst du einfach Shelly Plugs nehmen. Diese ganz normalen Stecker für die Steckdose? Genau, diese kleinen Steckdosen. Steckdosen. Steckdosenstecker. Genau. Die man einsteckt. Und die kann man tatsächlich auch mit der IP-Adresse verknüpfen. Ja. Und dann regelt dieser Smart Micro Solar nicht nach dem Hausverbrauch, sondern nach dem Steckdosenverbrauch. Und dann ist meine Mietwohnung abgedeckt. Und dann ist das ist ziemlich cool. Abgedeckt. Genau. Ja, auch das Produkt oder auch den Shelly verlinken wir euch gerne in meiner Beschreibung. Ich finde, das ist gar nicht so unwichtig. Da kann man tatsächlich auch ein paar mehr Steckdosen mit einbinden. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Steckdose an den größten Verbrauchern macht, Kühlschrank, Kühltruhe, Gaming-PC. Okay. Sofern man am Tage spielt. Misst er tatsächlich den Verbrauch der Steckdosen und regelt nach den Steckdosen. Okay. Das heißt, aber ich kann nur die eine Steckdose versorgen. Das heißt, bei Balkonkraftwerk läuft. Steckdosen. Aber brauche ich ja für jede Steckdose einen eigenen Shelly, oder? Genau. Okay, das war mir nämlich jetzt noch nicht ganz klar. Du bräuchtest tatsächlich mehrere Shellys. Heißt, Gaming-PC,
Shelly Plug S rein, Stecker rein vom Rechner, so Sonne es. Leuchtet, Sonne, ne, Sonne strahlt, Energie ja. wird hergestellt, genau. geht an den Wechselrichter, geht dann an diese Steckdose ran, ja. und dann ballert der Shelly Plug S das erkennt. Okay, genau. alles klar. Genau. Cool. Was mir persönlich noch fehlt an diesem Produkt, ja. ist ein, ich sag mal, ein Offset, mhm. weil der versucht immer Null zu machen. Mhm. Und durch Schwankungen kannst du mal auch mal 5 haben, 5 Watt, 7 Watt, ja, 10 ja, Watt. Ja. Weil der regelt immer alle 5 Sekunden nach. Ich hätte ganz gerne ein Offset, dass er nicht auf 0 ist, sondern auf minus 50. So kannst du eben halt durch diese Peaks nicht über 0. Okay, okay. Dass du immer leicht einspeist, ja. aber in kleinen Mengen nur. Achso, aber das Wort Nulleinspeisung hier sehr ernst genommen. Genau, wird, genau. Okay. genau. Der ist rechnerisch immer auf 0. Ja, ja. Regelt tatsächlich alle 5 Sekunden, ach so. Ist im Stetige und dann meinst du, dass du deine 50 Watt trotzdem einfach immer einspeist? Und genau, dass die immer okay. einspeist und durch okay. Spitzen, sag ich mal, immer knapp unter 0 bleibt und nie drüber geht. Okay. Wenn du zu Hause auch schon eine Nullanspeisung hast, verrat uns doch, wie du das umsetzt. Würde mich auch persönlich sehr interessieren, wie du schon gerade gesagt hast, mit dieser Schwankung oder so. Vielleicht ja. gibt es ja auch schon andere Lösungen. Ne? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sind gespannt. Wenn du nach dem Video noch nicht genau weißt, wie das funktioniert, verlinken wir dir die Wissensbasis des Herstellers unten in der Videobeschreibung. Guter Punkt. Und wenn ihr euch generell für Balkonkraftwerke, Technik, Smart Home, E-Bikes, haben wir auch Videos gemacht, interessiert, dann schaut doch gerne mal vorbei auf unserer Website auf www.viermänner.com. Und auch gern auf Instagram mal vorbeischauen. Kommt einfach mal rein in die Community, lasst uns mal ein bisschen was austauschen und wir freuen uns da über rege Teilnahme. VMES-YT. Ich habe noch eine Ergänzung. Na, dann schieß mal los. Was hältst du davon, wenn wir so ein Ding bei Instagram verlosen? Wie läuft das ab? Ein Abo und ein Kommentar? Abo und ein Kommentar, wir machen einfach mal einen Post auf. Genau. Und dann verlosen wir so ein Teil mal. Finde ich, ist eine gute Idee. Machen wir so.